noch Suppe da. Da vorne in der Vogel gibt es köstliche, heiße, vegetarische Ökosuppe. Futtert und macht die Ohren spitz, denn hier geht's gleich weiter. Ja, Sozialpolitik und Energiepolitik werden seit einiger Zeit verstärkt gegeneinander ausgespielt. Und diejenigen, die das machen, haben allerdings keine sozialpolitischen Ziele. Der nächste Redner ist kein Vertreter einer Umweltorganisation, sondern spricht für eine der großen Wohlfahrtsverbände dieses Landes. Ein Verband, der sich eben nicht darauf beschränkt, Menschen in Not beizustehen, sondern der die Ursachen sozialer Missstände angeht, indem er sich auch politisch einmischt. Ich begrüße Christian Woltering vom Paritätischen Gesamtverband. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ich hier heute als Vertreter eines der größten Wohlfahrtsverbände sprechen darf, bei dem sich mehr als 10.000 Organisationen aus dem sozialen Bereich organisieren, weil das zeigt, dass sich Umweltbewegung und Sozialbewegung nicht länger auseinanderdividieren lassen. Wir stehen hier gemeinsam für dieses Projekt. Wir gehen gemeinsam dafür auf die Straße und wir fordern eine Energiewende, die keinen zurücklässt. Die Wohlfahrts- und Sozialverbände werden seit geraumer Zeit versucht, als Kronzeugen gegen die Energiewende darzustellen. Da heißt es, wir prangern die hohen Strompreise an, wir warnen vor Energiearmut. Und ich will mit aller Deutlichkeit sagen, wir, die Sozialverbände, wollen die Energiewende und wir stehen mit euch dahinter. Wir warnen vor einer sozialen Spaltung, wenn energiepolitische Maßnahmen nicht endlich auch sozialpolitisch flankiert werden. Denn die Energiewende, liebe Freundinnen und Freunde, die Energiewende ist nicht die Ursache für soziale Probleme. Die Verunstaltung der Energiewende hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass der Strom für die privaten Haushalte so teuer geworden ist. Auf der einen Seite wird die Industrie geschont, überall werden Ausnahmen gewährt. Auf der anderen Seite trifft es die Haushalte, die sowieso schon kaum wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Das sind die Niedriglohnverdiener mit ihrem mickrigen Wohngeldbezug. Das sind die Hartz-IV-Empfänger, die am 20. eines Monats schon nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und das sind die vielen kleinen Rentner, die einfach nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Renten sich Wohnungen leisten können mit vernünftiger Energieeffizienz, meine Damen und Herren. Wenn mehr als 300.000 Haushalten pro Jahr der Strom abgestellt wird, weil sie sich den Strom nicht mehr leisten können, und es auf der anderen Seite aber für die Industrie an allen Ecken und Enden Vergünstigungen gibt, dann ist da was faul im System und da muss was gegen gemacht werden. Diese Zustände müssen verhindert werden, meine Damen und Herren. Wir müssen uns vor Augen halten, wer keinen Strom hat, der sitzt nicht nur im Dunkeln, der hat auch im Zweifelsfall keine Heizung und kein warmes Wasser. Deswegen ist es gerade jetzt im Winter schlichtweg menschenunwürdig, den Haushalten den Strom abzustellen. Genau dieses Schicksal droht aber, wenn jetzt völlig unnotwendig die Strompreise zum 1. Januar wieder erhöht werden von der Industrie. Dafür haben wir kein Verständnis als Sozialverbände. Die Versäumnisse in der Energie- und der Sozialpolitik offenbaren schon seit längerem Lücken in unserem sozialen Netz, durch das immer mehr Menschen hindurchzufallen drohen. Und auch der jetzt vorliegende Koalitionsvertrag ist nicht nur aus umweltpolitischer Sicht ein Armutszeugnis, sondern auch gerade aus sozialpolitischer Sicht, meine Damen und Herren. Kein Wort finden wir da darüber, wie man Stromsperren endlich verhindern will. Kein Wort findet man darüber, wie man Haushalte im Hartz-IV-Bezug endlich mehr unterstützen möchte. Und kein Wort findet man darin, wie man im Wohngeld endlich wieder eine Heizkostenkomponente einführen kann, die es schon mal gab. Nichts davon steht drin und das ist ein Armutszeugnis für die kommende Bundesregierung.
Wie so häufig ist die Zivilgesellschaft da schon viel weiter als die Politik. Es gibt breiten Konsens zwischen Umweltverbänden, zwischen Sozialverbänden, zwischen Gewerkschaften und weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen bei diesen Fragen. Alle haben es verstanden, meine Damen und Herren. Nur die kommende Bundesregierung, die hat offenbar noch nichts verstanden. Sie ist umweltpolitisch sinnvoll, sie ist solidarisch kommenden Generationen gegenüber und sie ist ein Vorbild für andere Länder, die längst schon auf uns schauen und uns als Vorbild dafür nehmen. Liebe Freunde und Freunde, im Hauptbahnhof gibt es gerade ein Auslösen eines Brandalarms. Hier überall auf der Fläche sind jetzt Klappen, die aufgehen. Schaut mal, wenn ihr zufällig irgendwo steht, wo eine Klappe aufsteht, ein bisschen zur Seite gehen, da besteht ein bisschen Unfallgefahr, weil irgendjemand hat scheinbar seine Kippe aufs Gleis fallen lassen und da ist dann der Rauchmelder losgegangen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Energiewende funktioniert, wenn wir die Energiewende durchsetzen wollen, dann müssen wir zusehen, dass wir alle Teile der Gesellschaft mitnehmen, keinen zurücklassen und wir dürfen es nicht dazu kommen lassen, dass die Energiewende als Vorwand für dauerhafte soziale Verwerfungen genutzt wird. Wir sind alle Teil dieser Zivilgesellschaft, Umweltverbände, Sozialverbände, zivilgesellschaftliche Organisationen. Wir alle stehen hier zusammen, wir gehen auf die Straße für eine Energiewende, für eine soziale Ausgestaltung der Energiewende und dafür lohnt es sich zu kämpfen und wir lassen uns nicht länger von der Politik gegenseitig ausspielen. Dankeschön.